So, holen wir die alte wieder. Das hier ist auch übrigens die eine, mit der wir gerade gesprochen haben, die hinter der verschlossenen Tür war. Die ist, ja, hier als NPC eingebunden. Ritterin von Filianore. So. Okay, komm, Frau. Wir springen. Bist halt ein Noob mit. Ja, das mag vielleicht ein bisschen stimmen. Ah, nein. Oh Gott. Oh Gott. Das sind 140.000 Seelen. Lass mich in Ruhe. Ich habe einen NPC mitgebracht. Kümmere dich um den. Oh Gott, meine Zauber reichen gar nicht bis dahin zu dem. Ah, alles klar. Hier postieren. Oh fuck. Ich habe viel zu wenig Flakons. Oh fuck. Ha. Wow. Wow. Der bewegt sich auch viel zu viel, der Boss. Da kann ich ja gar nicht treffen. Oh oh. Ja, super. Oh, ich muss sagen, als Melee war der ein bisschen einfacher. Sobald man da das Moveset auswendig gelernt hat von dem, war der eigentlich relativ einfach. Und das Schlimmste ist, er hat noch eine zweite Phase. Die bei der Hälfte kommt. Oh Gott. Die jetzt kommt. Ich kann dir einfach mal aufhören, aufzustehen. So unvorbereitet. Ins Gesicht. Oh, Alter. Der hat mich nicht getroffen. Bewegt der Boss sich? Ich bewege mich immer nur genau so viel. Ich habe mich zu wenig bewegt. Ja, ist in Ordnung. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich habe nichts mehr, um mein Mana aufzufüllen. Was macht er jetzt? Alter Schwede! Oh fuck.
Holla, die Waldfee. Das ist mir auch ein bisschen zu viel. Und das Schlimmste ist, wenn der weg ist, danach folgt direkt der nächste Boss. Und wenn wir den Boss besiegt haben, folgt danach direkt der nächste Boss. Da kommt jetzt... Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel. Oh, wow. Ich setze mich direkt wieder ans Lagerfeuer. Ich glaube... muss ich mal eben zusammenzählen. Einmal der mit den Doppelklingen. Als normaler Gegner. Dann kommt nochmal ein NPC. Dann kommt nochmal einer mit Doppelklinge. Das sind also nur noch drei normale Gegner, die jetzt auf uns warten. Der Rest sind nur noch Bosse. Was dann auch impliziert, dass wir kurz vorm Ende des DLCs sind. Ich habe doch noch... wieder her und heilt Leiden. Das ist nicht schlecht. Und? Ja, der ist bestimmt auch super. Ja, ich muss irgendwas trinken. Oh, Gott. Aber das lief schon ganz gut. Wir könnten das hinkriegen, wenn ich nicht so oft verfehl und nicht so oft getroffen werde. Am besten gar nicht getroffen werden. Und gar nicht verfehlen. Das wäre auch schon super. Wo ist denn jetzt She-Ra? Oh, nice. Erste hat getroffen. Oh, das lief gut. Oh, der hat auch getroffen. Alter, du verrückte Drachending. So? Hm? Ah, okay. Oh, das war viel zu weit weg. Oh, und das war perfekt. So. Sehr schön. Oh, der hat nicht getroffen. Fuck. Oh, der hat aber getroffen. Oh. Oh. Fuck, fuck, fuck. Nicht sterben. Wieso trifft der mich? Ja, super. Lebe ich noch? Lebe ich noch? Selbstverständlich nicht. So. Aller guten Dinge sind vier. Ember. Das ist eigentlich auch so meiner Meinung nach der stressigste Boss hier im DLC. Weil er halt auch so unglaublich viel Leben hat.
sind zwar nicht so ganz so stressig wie der Demon of Pain und Demon from Below, aber direkt danach an zweiter Stelle. So, komm. Alter Schwede. Genau, greif die an. Super, super. Ich habe nichts mehr zum Zaubern. Oh Gott. Oh ja, das ist gut. Die Alte kannst du gerne angreifen. Oh fuck. Nicht mich, nicht. Oh. Ja, danke Cyrus. Und bis zum nächsten Mal. Dir auch einen schönen Abend noch. Oh, das war knapp. Nice, zweite Phase schon. Und wir haben noch einigermaßen viel. Oh Gott. Oh fuck, mein Controller! Shit, 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 shit! Ich hab kein... Ich kann kotzen. Der Akku von meinem Controller war leer. Was zum Teufel? Wie kann das passieren?
du. Das ist doch... Oh. Oh, nee, ich hab schon wieder so eine Krawatte, ey. Das war bisher der beste Versuch. Und dann klappt das nicht, ne? Wegen so einem dummen Gelöt. Was man Controller nennt. Oh. Die Flugattacke ist auch immer ein bisschen nervig. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Oh, voll gegen das Mikrofon gehauen. Ne, dann machen wir jetzt an dieser Stelle auch erstmal Feierabend. Das nervt mich alles gerade. Dann sage ich hier erstmal nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Cyrus für den Host. Und, ja. Dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Haut rein!